Mit diesem Produkt sagt Turgut Tünay den mehr als 18.000 Dönerrestaurants und Imbissen in Deutschland den Kampf an. Denn das gab es noch nie. Und aus dem Grund bin ich sogar 100% überzeugt, dass der mithalten kann. Dass sogar die Leute, wenn sie den im Brot essen, dass sie sagen, wow, der schmeckt besser. Der Deutsch-Türke hat vor 2 Monaten angefangen, den Döner in der Dose in Wellersheim bei Saarbrücken herzustellen und zu verkaufen. Mit Döner ist er aufgewachsen. Sein Vater besaß seine Bude, bringt laut Turgut in den 90er Jahren den Döner ins Saarland. Aber warum packt er das Kultessen denn jetzt in eine Dose? Wenn man sich zu Hause einen Döner macht, was braucht man denn? Man hat ja Brot, Joghurt, Tomate, hat man ja, aber das Fleisch fehlt. So ein Spieß aufbauen, das geht ja nicht so schnell, ne? Stimmt schon, trotzdem nimmt die Idee des 43-Jährigen anfangs niemand ernst. Sehr, sehr skeptisch. Ich habe das ja auch versucht zu vermarkten bei uns in der Umgebung. Hab viele angerufen, die haben erstmal gesagt, Döner in der Dose, was ist denn das? Turgut arbeitet hauptberuflich in einem vegetarischen Restaurant als Küchenchef. Er ist gelernter Koch. Sein Ehrgeiz ist geweckt. Monatelang tüftelt er an seiner Geheimrezeptur, um den perfekten Geschmack zu kreieren. Anschließend verteilt er 100 Dosen Döner an Freunde und Verwandte. Die Kritiker, die habe ich überzeugen können, alleine schon durch die Qualität, die da drin ist. Ja. Auch sein Vater wird Fan, weswegen die Dose seinen Namen trägt. Der Dosendöner ist inzwischen ein richtiges Familienprojekt. Seine Frau ist Geschäftsführerin und auch seine Kinder helfen bei der Produktion. Und wie bereitet man das zu Hause nun zu? Wir machen einfach die Dose hier rein. Sobald das Wasser gekocht hat, kippen wir das heiße Wasser da drauf, lassen ihn einfach 10 Minuten ziehen. Und danach kommt er in die Pfanne, wird einfach durch die Pfanne zweimal durchgeschwenkt. Einen Dosendöner erhält man im Netz für 9,45 Euro und er ist somit fast doppelt so teuer wie ein frisches Döner-Sandwich. Aber kann die Dose mithalten? Wir haben die Konkurrenz gefragt. Mehmet Can Baylan arbeitet im Nachbarort in einer Dönerbude. Weil frische ist immer was ganz anderes, wenn man sofort etwas schneidet oder wenn man es direkt zubereitet, ist es ganz anderes. Er ist skeptisch, probiert aber. Schmeckt nach so diese Tofu-Ersatz für Fleisch. Nicht in ehrlich. Also man schmeckt das Fleisch nicht raus, man schmeckt nur Würze. Ob da einer nur Konkurrenz wittert? Was sagen Passanten zum saarländischen Dosendöner? So appetitlich sieht es jetzt, finde ich, nicht aus. Sieht sehr hundefuttermäßig aus, ne? Also muss ich sagen, habe ich jetzt auch gar keine Lust, das überhaupt zu testen. Ne? Aber dann trauen sie sich doch. Schmeckt wie normales Dönerfleisch. Ja, gar kein Unterschied, finde ich. Na, also wirklich sehr gut. Also in die Geschmacksrichtung kommt. Aber überzeugend tut es mich leider nicht. Schmeckt überraschend gut. Mhm. Besser als ich dachte. Ja, schmeckt lecker. Unsere Reporterin fand den Dosendöner übrigens auch ganz lecker. Das ist wie alles im Leben eben Geschmackssache. Turguts Kunden sind jedenfalls zufrieden. Erste Läden haben den Dosendöner bereits ins Sortiment aufgenommen. Noch ist es für ihn ein Hobby, von dem er nicht leben kann. Aber er hofft, dass sich das bald ändern wird. Die